Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Pokémon Go. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von mir zu Pokémon Go. Ich hoffe, dass diese Aufnahme wesentlich besser funktioniert als die Aufnahmen vom Handy aus. Ich weiß nicht, ob ihr oben erkennt, das ist mit Bluestacks aufgenommen und überhaupt. Und ja, mein Charakter bewegt sich hier noch ein bisschen rum. Und ja, was ich mit euch machen wollte, ist Pokémon weiterentwickeln. Ja, genau. Das in zweiter Linie als erstes natürlich erstmal ein Glücksei verbraten und dann frisch gestärkt von diesem Glücksei praktisch ein paar Pokémon weiterentwickeln. Ich werde nicht die ganzen 30 Minuten machen, keine Panik. Ich werde sozusagen repräsentativ werde ich ein paar Pokémon machen, die normal sind, sage ich jetzt mal, die klein sind. Und dann gehe ich zu meinen größeren Sachen, wie zum Beispiel Mauzi oder auch Bisasam, Shiggy und Glumanda und so, ja. Raupi ist eher was Normales. Raupi fangen wir mal an, ja. Dann haben wir hier meinen Raupi, einfach nur mal zum Zeigen, da habe ich auch massig Bonbons gesammelt. Gut, okay, hier sind es gar nicht so massig, es sind nur über 10 Mal, wo ich das... Ach, was mache ich da? Nee, das wollte ich nicht. Verschicken wollte ich nicht. Entwickeln. Ich bin so noch drauf getrimmt, auf Verschicken zu gehen. Ja, die Ladezeiten sind ein bisschen schwierig, weil ich praktisch das Spiel auf meinem Laptop bei BlueStacks laufen lasse. Und es streame auf den Haupt-PC und dort dann aufnehme. Deswegen sei es mir verziehen, dass es manchmal vielleicht ein klein bisschen leckt. Ich habe auch den Sound ausgemacht und habe dafür die Dings angemacht, also die Soundeffekte aus und die Musik habe ich ausgemacht, so rum. Ja, und da hab haben wir jetzt Safcon. Der hat fast keine. Ja, könnte ich weiterentwickeln. Also Raupis mache ich nachher dann per Hand weiter. Hornlius habe ich, glaube ich, auch ein paar. Ja, wie soll ich sagen, Bonbons. 360, da kann man noch mehr von entwickeln. Sind insgesamt genau 30, die ich da entwickeln könnte. So viele Hornlius habe ich gar nicht. So, es entwickelt sich jetzt hoffentlich. Ja, es läuft leider nicht so flüssig, wie ich das gerne hätte. Aber, wie gesagt, ich hoffe, dass zumindest die bessere Aufnahmequalität da einfach die Sache verbessert. Ich habe ja immer noch das Problem gehabt, wenn ich vom Handy aus aufnehme. Ich wollte jetzt das Schreien nicht überreden. Wenn ich vom Handy aus aufnehme, dass dann Sound und Bilder nicht... Das könnte ich auch gleich weiterentwickeln, aber will ich eigentlich nicht. Genau genommen, ja, weiß ich auch nicht, ob da überhaupt was Tolles, Großes rauskommt. Gut, Taubsi hätten wir hier zum Beispiel, den könnten wir von 370 mal entwickeln. Da sollten wir was Besseres als Taubos haben. Tauboga oder Taubos bekommen. Mal gucken, was wir da dienen. Mache ich vielleicht dann auch weiter, weil genug Bonbons haben wir, ja. Wir haben überlegt, dass das am Anfang mal meine größten Pokémon waren. Bibor und Tauboga und so. Und mittlerweile... Ich habe auch einige Aufnahmen gemacht vom Handy aus, wo ich zum Beispiel Arenen erobere und alles. Problem ist, dass die Qualität halt so schlecht war, dass man das nicht zeigen konnte. Okay. Ja, das ist jetzt hier ein unsichtbares Pokémon. Da haben wir einen Tauboga. Tauboga! Tauboga! Ihr seht, ich krieg den Sound im Hintergrund selber gemacht. Der hat jetzt 674. Das ist schon mehr als jetzt die anderen Taubogas hier. Und den machen wir jetzt auch einfach nochmal hoch. Gucken, dann müsste die 900 hier, denke ich, locker toppen. Genug Bonbons haben wir ja bei weitem. Wir können dann auch gleich nochmal rausgucken, weil pro Erweiterung gibt es ja normalerweise, also pro Entwickeln gibt es ja 500 Punkte, mit dem Glücksei dann 1000 Punkte. Und vor allen Dingen möchte ich jetzt dann auch mal gucken, wenn ich Bisa Knosp und Glücksei entwickle, müsste es ja 600 Punkte nochmal extra geben für ein neues Pokémon. Und dann müsste das ja insgesamt 2400 Punkte geben. So, und da haben wir jetzt einen relativ starken Tauber. Genau. So, wir gehen jetzt mal weiter, weil... Ach, Radfratz schenken wir uns, aber könnte ich auch ein paar Mal. Habitak,
geht ein paar Mal Rehtarn. Kann ich, glaube ich. Pikachu kann ich auf jeden Fall. Wir machen jetzt einfach alles, was vor die Flinte kommt. Also Rehtarn kann ich weiterentwickeln. Der ist auch schon relativ stark. Da hoffe ich, weil es nur eine Weiterentwicklung ist, dass wir da auch locker auf 1300, 1500 kommen. Aber die Weiterentwicklung hast du schon. Weiterentwicklung habe ich halt auch leider schon. Von Pikachu habe ich die Weiterentwicklung noch nicht, den Raichu. Ich habe tatsächlich auch letztens ein Knuddelluff lieber nicht gefangen, weil es nicht so stark war und dementsprechend ich lieber die Punkte jetzt hier beim Glücksei habe, wenn ich es dann weiterentwickle. Papa, das sieht irgendwie so aus, unten ist hier so auch so ein Gesicht. Genau, ja, gell? Oh, das hat nur, also nur 1000, ich bin 1000, ist ja super. Ja, also gegen das andere Arbok, es ist auf jeden Fall gut. So, wir gehen mal ganz kurz raus, gucken mal. Das Problem ist, dass wir dann wieder, also wir haben hier 5000 Punkte jetzt dazu bekommen. Für das nächste Level brauchen wir noch gnadenlose 3000, nee, halt ein paar mehr. Das sind 37.000, also 36.000 und ein paar hundert. Okay, das könnte knapp werden mit dem Aufsteigen, aber wir probieren es mal. Wir fangen jetzt mal an mit den besonderen Fusionen, weil so lahm, wie das hier gerade alles läuft, habe ich sonst Angst, dass ich dann nachher keine, kein Glücksei mehr parat habe, also kein Glücksei mehr laufen habe. So, das Bisasam ist jetzt nicht hochgeheilt. Ich hoffe, dass es keinen Einfluss darauf hat. Naja, probieren geht über Studieren. 542. Ja, da waren es ja noch 18 Bonbons. Bisa-Knosp, genau. Ich habe ja schon mal ein Bisa-Flor gesehen als Schatten, habe es aber nicht gefunden, bin überall rumgerannt. Dann habe ich schon einen Turtok gesehen als Schatten, bin auch rumgerannt, habe es nicht gefunden. Ja. Das sind die coolen Gameboy-Geräusche, die die Einzelnen gemacht haben. Bisa-Knosp sieht cool aus. Bisa-Knosp ist auch ziemlich cool. Turtok. Na? Gut, 883 ist jetzt nicht so viel. Level! Vor allem ist es wieder voll geheilt. Was ist denn? Papa, ich finde es cool, dass es dann wieder voll geheilt ist. Das ist voll geheilt, ja. Das ist auch relativ voll, also sprich, sehr viel besser entwickelt hätten wir es nicht können. Da sind wir bei Glumanda. Machen wir jetzt Glutexo draus. Halt, bevor wir das machen, mal gerade gucken. Das müssten jetzt dann 2600 Punkte sein. Ja. Oh, Glückwunsch, dass er 100 Pokémon Pokédex eingetragen. Ja, super. Zeigt mir lieber mal, wie viele Erfahrungspunkte. Das zeigt er jetzt natürlich nicht. Na, super Wurst. Okay, dann gehen wir erst nochmal zu Glutexo. Glutexo. Ja, 100 Stück, super. Das ist, das bedeutet ja im Klartext, wir brauchen nur noch 52, 53, wie viel? 100? Irgendwas 50 gibt's. Glumanda, ja. Aber dein erstes Glumanda hast du aus einem Ei gekommen. Genau, das erste Glumanda hatte ich aus einem Ei. Interessanterweise bin ich felsenfest davon überzeugt, dass die Pokémon, die man schon hat, einen dann auch begegnen. So, das Glumanda entwickelt sich zu Glutexo. Ich finde, Glutexo guckt dann schon immer relativ böse. Glumanda war ja noch ganz lieb und erstreu. Gut, Glutexo und Glumanda auch auf seine Art, aber der guckt schon richtig böse. Und ist richtig groß. Der ist auch schon, ich glaube, der ist auch schon ein Drachen-Pokémon, ja. Oh ja, cool. Ziemlich cool. Der ist richtig geil. Jetzt brauche ich nur halt 100 weitere Bonbons, um den weiterzuentwickeln. Das wird noch eine ganz schöne Plackerei. Also, ja. 2000 haben wir jetzt dazu bekommen. Finde ich jetzt interessant. Gut, die 600 kriegt man ja im Endeffekt für 100 fürs Fangen und 500 für ein neues. Also ist 2000, genau. 500 fürs Fusionieren und 500 fürs Entwickeln. Für den neuen Eintrag. Also insgesamt dann 1000, 2000. Dann. Ja, Schicki habe ich irgendwie am meisten. Wobei, da jetzt ja auch 25 wegkommen. Da hatte ich ja noch gehofft, ob ich vielleicht auf 75 komme vor der Folge und dann das tatsächlich schon mit 50 dann weiterentwickeln kann, aber das ist natürlich nicht der Fall.
Da werden wir auch 100 brauchen, behaupte ich jetzt einfach mal. Schicki sieht auch so fröhlich aus. Ja, Schicki sieht irgendwie nett aus, ja. Vor allen Dingen mit einer Sonnenbrille wäre es halt cool gewesen. Papa, wie Klu-Klu. Wie Klumanda. Ja, ich finde, Klopf sieht es auch noch nett aus, aber als Turtok guckt es dann immer relativ böse. Und auch die Bisaflor guckt irgendwie meiner Meinung nach relativ böse. Also Shelock ist schon mal da, ist perfekt. Ja, auch mit 800 Shelock, Punkten. Shelock. Und du kriegst ein Bonbon. Ja, fürs Entwickeln kriegt man tatsächlich ein Bonbon. So. Okay, wir haben gesagt, wir machen jetzt mal die höheren Entwicklungen, machen wir mal weiter. Die Mauzi. Ja, gehen mal runter. Ich dachte, als nächstes müsste Pikachu dann kommen schon. Oder Mauzi, eins von den beiden. Und ich glaube, Sandan kann ich weiterentwickeln. Ja, kannst den hat du. Man auch dann gesehen. Aber kannst du. So, jetzt erstmal Pikachu. Ja. Da habe ich halt leider nur einen 448er. Gerade mal gucken. Der ist schon relativ hoch. Also die Grundpok. Oh. Ich dachte, ich könnte Pikachu entwickeln. Nein, kannst du leider nicht. Oh, das ist ja ärgerlich. Nee, kann ich nicht. Schade. Aber Sandan. Sandan müsste ich weiterentwickeln können. Ja, kannst du auch. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ja, diese Grund-Pokémon können ja leider nicht bis ins Unendliche steigen. Der ist auch relativ hoch in seinem möglichen Level her. Und jetzt machen wir mal den Sandan. Entwickeln wir mal. Sandan. Zu Sandama. Sandama? Hört sich irgendwie mäßig aus. Mit der Sandan-Mädchen oder wie? Nee, er kriegt stachelige Haare, aber ansonsten... Hat er sich nicht verändert? Ja doch, der wird, glaube ich, ein bisschen heller auch von der Farbe her. Gucken wir jetzt gleich mal. Genau. Nee, heller wird er nicht. Die Stacheln werden dunkler. Jetzt hat er halt mehr Stacheln. Ja, ein Pokédex-Eintrag. Sandama. Da hinten wäre es gewesen, das Raichu. Ja, 970 ist jetzt nicht so hoch. Schade eigentlich. Scheiße. So, ja, Nidorina habe ich hier, aber im Endeffekt braucht man da, glaube ich, auch 100. Das wird nicht klappen. Yep, wird nicht klappen. Nee, tut es auch nicht. Bei so viele fehlen da auch nicht gut. Mehr als die Hälfte fehlt noch. Also weniger als die Hälfte habe ich. So, Pippi. Papa, du bist ein bisschen zu hoch gekommen. Nee, alles gut. Wir haben da ja die Pippis. Ich glaube, da müsste was gehen, genau. Ja. Bibi. So, dann entwickeln wir den mal. Da wäre natürlich noch Platz, wie man hier sieht, aber ich will jetzt entwickeln, will euch was zeigen und vor allen Dingen will ich die Punkte haben. Und ich will gucken, wie Pippi aussieht. Hm. Ich glaube, Pippi wird zu Pixie, oder wie hieß der dann? Pixie, hört sich lustig an. Ja, weiß ich aber gerade nicht so genau, zu was der eigentlich wurde. Pixoli. Keine Ahnung. Unsichtbar! Zu einem unsichtbaren Pokémon. Ja, das ist ein bisschen schade. Ja, da ist die verbesserte Form. Und wie? Und die heißt Pixie. Doch, stimmt. Und hat auch relativ gute Werte über 1000. Pixie. Oh. Vulpix, glaube ich, kann ich nicht weiterentwickeln. Vulpix. Nee, fehlt noch ein bisschen. Pummeluff leider auch nicht, das weiß ich. Ich meine, wir können mal reingucken. Da wäre es sowieso wichtig, dann nochmal ein stärkeres zu fangen, bevor man es weiterentwickelt. Weil das echt Papa, noch was fehlt. Zubat? Zubat könnte ich weiterentwickeln, aber da habe ich Golbat. Das ist jetzt nicht so wichtig. Oh Mann, das lässt sich gerade nicht nach oben schieben. So, jetzt. Oh ja. Ja, Mirabla, das finde ich eigentlich auch noch eine Sache, weil... Giflor habe ich jetzt schon 1200er, ich habe jetzt hier aber 628 zwei Stück. Ja, das ist, glaube ich, zumindest da das Größte gewesen, was ich fangen konnte. Ich glaube, das war schon im letzten Level. Also, es geht noch ein bisschen mehr. Ich könnte das auch verbessern. Problem ist, ich bekomme es dann leider nicht hoch zum Giflor. Und dementsprechend warte ich lieber noch mit dem Entwickeln, weil die Giflors finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Ich auch. So, Parasect genauso. Das lohnt sich im Augenblick nicht, finde ich. Wir haben hier das 500er. 500. Gucken. Oder können wir das vielleicht schon hoch? Können wir fast zweimal. Dann entwickeln wir das mal. Komm. Heute Parasect, du willst weiterentwickelt werden.
Ja, ob es das will, ist die Frage. Aber du willst. Die Sache ist die, bei Pokémon, die halt nur eine Entwicklungsstufe haben, habe ich das Gefühl, dass es da öfters mehr als das Doppelte hochgeht. Und bei anderen, die drei haben, geht es halt meistens nur so um das Doppelte, vielleicht sogar weniger hoch. Wie zum Beispiel bei Glu, Glu, Sigi, Genau. Bisasam, Die sind ja gar nicht so viel, sehr viel stärker geworden. irgendwie Ja, so cooler aus. mit den weißen Augen, als ob ihm schlecht wären, als ob er die verdreht hätte, ne? Ja, vor allem, weil jetzt sieht er irgendwie Ja, cooler aus. 966, also Aber da sieht irgendwie auch cooler aus. cooler, okay. Ja, sogar schlechter als der andere Parasek. So. Bluzuck könnte ich, glaube ich. Dicta kann ich, glaube ich, nicht, aber Ich Maximus auch dagegen. nicht. Dicta geht noch nicht, aber da fehlen mir noch drei. Du kannst das zwei wegschicken, da brauchst du nur noch eins. Wenn ich zwei wegschicke, brauche ich immer noch acht, also bräuchte ich trotzdem noch drei. So, Mauzi, ja. Mauzi habe Mauzi. ich leider keins mit höheren Werten jetzt im Augenblick, Aber aber Mauzi. Mauzi wird jetzt mal zu Snubbelycat. Aber hat ja auch nur eine Habe ich bis jetzt, Entwicklung. glaube ich, auch nur einmal in der Arena gesehen, Snubbelycat. Und selbst da kann ich mich, glaube ich, nicht mehr richtig dran erinnern. Oder ich meine es gesehen zu haben. Ja, jetzt wird es auf jeden Fall hier mal. Ich hatte auch nicht in Erinnerung, dass Kleinstein schon in der ersten Dings zwei Entwicklungsstufen hatte. Ich dachte, der hat nur zwei gehabt. Oh, da ist Snubbelycat. Sieht irgendwie netter aus, finde ich. Echt? Sieht halt kacke aus, ne? So. Sieht irgendwie mehr als Ah, Katze. 908, naja, gut. Papa, kannst mal draufklicken, dann machst du auch so eine Attacke. Miaut dann halt, ja. Und da hat nicht So. mehr den Kala, habe ich Ja, das Gefühl. Enton hätte ich gerne, eigentlich ein normales Enton, gerne hochgelevelt bis zum geht nicht mehr, aber da das ja nicht geht, weil, wie gesagt, die ja gedeckelt sind, machen wir uns einfach noch einen zweiten Enteron. Einen habe ich schon. Aber Enteron. Entons finde ich einfach cool. Die werden bei mir auch immer gefangen. Also immer gefangen ist jetzt übertrieben, aber werden normalerweise schon gefangen, wenn ich irgendwie kann. Ihr habt vielleicht auch gesehen, meine maximale Pokémon-Grenze habe ich schon ein bisschen erweitert, Und weil ich das Papa, du hast brauchte. auch deinen Rucksack plus gemacht. Genau, auch Items habe ich bloß gemacht, um einfach halt da ein bisschen flexibler zu sein. Weil entweder Enteron. Enteron. Entweder hatte ich dann zu wenig Items dabei Papa, und konnte mich fangen, oder ich hatte zu wenig Enteron Platz dann und hin und her. Ja, 1373, ja, sieht das ist irgendwie doch. böse aus. Und Enteron sieht irgendwie böse aus. Finde ich jetzt nicht. Aber der hat wahrscheinlich auch nicht so viele Kopfschmerzen. Du Ja. kannst es knapp nochmal, habe ich das Gefühl. Mankey geht, glaube ich, nicht. Ich auch nicht. Oder doch, bitte. Nee, Nein. fehlen nur noch über 40. Vulcano geht leider auch nicht. Da habe ich jetzt zwar mittlerweile auch ein paar. Ich glaube, das klappt alles noch nicht. Nee, 10 Wie viele Stück brauchst du wegschicken. denn noch? Ich müsste, denke ich, noch zwei fangen und dann mit den weggeschickten würde es reichen, ja. Aber da ich das nicht Oh, habe. Papa. Quapsel zu Quappo. Gibt es eigentlich noch eine andere Stufe von Quappo, bevor ich jetzt hier. Oh, jetzt lädt's. Gibt's oder nicht? Nein, gibt's nicht. Okay. Zumindest habe ich dann noch mal ein größeres Quappo, wenn wir hier den 427er noch Aber weiterentwickeln. auf jeden Fall hat dein Quapsel nicht mehr diesen Schwanz. Der sieht doch irgendwie komisch aus, Der finde Schwanz, ja, ich. das eine ist eine Kaulquappe und das andere ist dann sozusagen ein Frosch-ähnliches Wesen. Wobei später gibt es ja auch noch den Froxy. Proxy, ach ja, Proxy. So. Proxy. Ich kenne Proxy. Und wichtig ist, dass jetzt diese Spirale andersrum läuft. Hä? Das war auch mal eine Frage bei. Ach, ich hatte praktisch den End- und den Mitteldings hatte ich noch nicht. Deswegen. Aha. So, jetzt bräuchte man noch 100, um den nochmal weiterzuentwickeln. Aha. Okay, das würde jetzt erklären, was ich da letztens für einen Schatten gesehen habe.
Oh Mann. Ja, Abra wäre schön, müsste ich theoretisch zu Simsala. Abra, Kadabra. Kadabra ist, glaube ich, der zweite. Ja, geht auch schon. Problem ist, dass ich da nicht so hohe Werte habe jetzt. Kannst du eigentlich verbessern? Ich kann es auch verbessern. Ich habe auch hier ein bisschen was gespart an Sternenstaub. Guck nicht so einfach so rum. Ja, aber jetzt wird er gleich noch besser. Ist so ein kleines Faulenze-Pokémon. Könnte auch eins meiner Lieblings-, also ist eins meiner Lieblings-Pokémon, weil es immer so schlägt. Aber jetzt nicht mehr bei den Weiterentwicklungen, habe ich das Gefühl. Nee, jetzt hat es einen Löffel in der Hand. Ach ja, Papa, das hatten wir doch schon mal gesehen. Das haben wir schon mal in der Folge gesehen, ja. So. Ja, Macholo kann ich, glaube ich, zum Maschastern dann noch nicht weiterentwickeln. Da fehlen auch noch einige. Nee, geht. Oh, super. Ja, dann machen wir das doch. Papa und dann noch mal. Maschok und Nia nochmal geht leider nicht zu Machomai. Dauert noch ein bisschen. Aber Machomai habe ich bei dem Kartenspiel, fand ich den immer relativ gut. Der hat auch Papa, immer. der hat so viele Der Hände. hatte dann so sechs Hände, genau. Du hast mir gerade auf die Hand gehauen, Kind. Entschuldigung. Kein Problem. Ich wollte es dir nur sagen, dass ich es gemerkt habe, dass es mir leid hat. So, kann er ganz leicht Jetzt machen. ist er erstmal total muskelbepackt. Das Bodybuilder-Pokémon. Und dann noch mehr Muskel gepackt, Papa. Papa, und dann noch mehr Muskel gepackt. Ja, mich wundert, dass er fast 1000, das ist super. Ja, jetzt brauchen wir nur noch 100, um den weiterzuentwickeln. Und vor zwei Ja, Wochen. Knofensa und Ultrigaria, da wäre es natürlich faszinierend, hier Ultrigaria mal weiterzumachen. Weil da gibt es ja dann noch die nächste Form, aber die Oh. kostet 100. Kriegen wir nicht. Und Knofensa mit 600 könnte man weiterentwickeln, da kommt wahrscheinlich knapp 1000 raus. Ich glaube, das machen wir auch, einfach mal aus Protest. Weil die anderen zwei habe ich gefangen. Und Ich das hätte hast gern du mal. rausgekommen aus ein Das Ei. habe ich, glaube ich, sogar aus dem Ei bekommen, Also hast du mehr Bonbons ja. bekommen. Mehr Bonbons bekommen, vor allen Dingen war es höher. So, jetzt. Ich finde es so süß, so ein kleines Wesen, so mit so kleinen Beinchen und dann. Papa, das hatten wir auch schon mal in einer Pokémon-Folge gesehen. Das haben wir auch schon gesehen, genau. Also ihr seht, ich spiele nicht nur das Spiel, ich gucke mit meinem Kind auch die Folgen. Ja, Ja, aber in fast das 1000, das ist super. Papa, aber in der Zeit nicht mehr, In letzter finde Zeit nicht ich. mehr so oft, genau. Weil als Poképi rausgeflüpft ist, nö, nö. Genau, als Togepi dann dazu kam, haben wir leider bis jetzt nicht mehr so viel. Ja, Georock, der kann dann nochmal sich weiterentwickeln, aber ich weiß gerade nicht zu was. Und da fehlen mir auch noch Papa, einige. du kannst doch seinen Kleinen weiterentwickeln. Nee, Kleinstein kann ich nicht Oh, weiterentwickeln. Der schade. braucht 25. Ja, und Ponyta würde ich halt gerne weiterentwickeln, ja, vor allen Dingen, weil es halt auch jetzt schon relativ gute Werte hat. Ponita. Und das kann ich sogar. Verdammt. Okay, ich Hallo. dachte, ich kann das nicht. Und was wird's jetzt? Hallo. Galoppa, ja. Aber. Also glaube ich zumindest. Ja, Papa, ist es Kaloppa oder Kalopp? Seht ihr mal, die Folge dauert dann wahrscheinlich doch bald wieder eine halbe Stunde, bis wir Eins hier von alles den, durch haben. Papa, eins von den beiden, Kaloppa, glaube ich. Ich habe einen Bekannten, der hat mal durchgerechnet, wie viele Pokémon er praktisch auf schnell Hochlevel so fusionieren kann, wenn er das machen möchte. Und dass er das Glücksei halt möglichst gut ausnutzt, aber da hat er halt dann auch Kaloppa. schnellere Eigenschaften. Ja, das war das Galoppa und da 1248. Yeah. So, das ist das Telefon im Hintergrund. Das war jetzt sozusagen die epische Musik für Galoppa. Ja, hier habe ich gestern überlegt, dass ich den Lamus auf jeden Fall fangen würde. Der hat nämlich 1180 gehabt. Aber ich müsste einen Schleckmohn auch so weiterentwickeln können. Ich wollte gerade sagen, dass ich es nicht fange, aber doch, ich habe es gefangen. So, und dann entwickeln wir mal das Fleckmon hier weiter. So Flurf oder wie es nochmal geht. Fleckmon wird zu Lamus. Lama. Normalerweise ist das ein Muschas, wo man an seinen Schwanz, also der liegt am Strand und angelt damit. Und dann beißt er ein Muschas an.
Und dann entwickeln sich beide halt irgendwie weiter. Das ist eins der Pokémon, was sich mit einem anderen Pokémon verbindet. Darauf, durch das Gewicht, kann es dann auf den Hinterbeinen laufen und ach, irgendwas war da. Ja, 1465, ja, das ist doch ultra gut. Also ultra gut ist übertrieben, aber es ist schon ziemlich toll. Ja, Magnetil. Magnetilo kann ich leider, glaube ich, noch nicht weiterentwickeln. Wir gucken Oder aber nochmal doch? rein. Oder doch? Doch, Ja. kann ich. Ja, dann machen wir das doch. Und was kommt da raus? Magnetilo. Oder wie er noch hieß. Magnetilo wird zu Magneton. Nee, wie heißt das? Heißt das Magneton? Magneton war, glaube ich, der Bösewicht von X-Men. Wir gucken mal. Auf jeden Fall sind das dann drei Magnetilo zusammen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum er da nicht einfach drei Wie Magnetilo nimmt und die einfach aneinander klebt, aber. Oh, vier. Magneton? Magneto? Magneton, hä? Ja, das ist auch Porenta, ja, hätte ich gerne. Forenta? Magneton, genau. 1102, yeah. Aber Forenta, weil das Porenta sind ist die Ente mit dem Schlauch. ja. So, was haben wir denn da? Jurob? Forenta. Kann ich Jurob schon weiterentwickeln? Hoffentlich. Wäre ja schön, wenn. Nee, geht aber nicht. Ja, Slimer, Nee. zu Slimog wäre schön, sollte aber eigentlich nicht funktionieren. Nee, habe ich genau genommen, nur diesen einen. Müssten wir mal ein Klärwerk gehen Muschel. oder so. Muschas ist auch bei Papa, Viking du nicht kannst aber dir weitergebracht. ein Geister-Pokémon weiterentwickeln. Ja, den Nebulak kann ich weiterentwickeln. So. Apollo, glaube ich. Auf jeden Ja. Fall hatten wir schon dieses Geister-Pokémon gesehen. Ja, Papa. das haben wir schon mal gesehen. In einer Geister-Pokémon-Folge. Wo Genau. wir auch dieses eine süße Pokémon gesehen haben. Pokémon, Abra. So, ja. Da haben wir. Da verändert er sich. Jetzt kommt er als Apollo. Glaubst du? Glaube ich. Also zumindest denke ich sicher. Der hat unsichtbare Hände. Na, er hat da unsichtbare Arme. Hände sieht man ja. Aber Gengar wird halt dann richtig cool. Gengar? Die nächste Stufe, aber dazu braucht man noch 100. Das wird noch ein bisschen dauern. Wie hieß der? So, Hypno haben wir auf jeden Fall da unten jetzt auch schon Hypno. einige. Ich glaube, wir können auch schon wieder den nächsten weiterentwickeln. Ist halt, nein, können wir nicht. Schade. Hypno. Das hypnotisiert dich. Das hypnotisiert einen, genau. Gut, Krabbies. Krabi, Zu Krabi. Kingler. Wäre zumindest mal gut, mal ein stärkeres zu haben. Voltoball müssen wir dann mal gucken. Habe ich letztens noch welche gefangen? Voltoball. Papa, du fängst mit einem Ball ein Voltoball. Genau. Lustig, weil man, der ist So. ja auch Ja, ein wobei. Ball. Ja, nee, nee, nee. Ich warte lieber mal, bis ich noch einen stärkeren Krabi fange. Da ist Papa, oben das noch ist Platz. irgendwie komisch, weil du fängst ja auch ein Ball. Ich fange mit einem Ball einen Ball, genau. So, und ich habe auch ein paar da. Kokowai müsste ich auf jeden Fall weiterentwickeln können. Ich finde, nee, nicht Kokowai, Owai. Nee, die kann ich nicht, leider. Selbst mit Verschicken dann nicht. So, Ein Oweis. Zehner. Mal, ja, Zehner, die finde ich eigentlich ganz toll. Die kann man einfach fangen, kann sie dann auch gut verschicken. Und kann dann weiterentwickeln. Owei. Owai zu Kokowai, ja, da. Das geht. Owei zu Und ich tippe Kokowai. mal auf 1300 bis Ich 1500. tippe auf gar nichts. Auf gar nichts. Du meinst 0 Kampfpunkte? Ich bin dagegen. Nein, ich tippe einfach auf gar keine Punkte. Gar kein. Ach so, du machst nicht mit bei dem Tippspiel. Na super. Hast ja nur Angst, dass ich dann im Nachhinein sage, was du da verloren hast. Ne? Also zwischen 1300 und 1500 hätte ich gerne. Oder höher. Oder tiefer. 1821. Also das ist natürlich dann very nice. Oh, Papa, da ist Ja, Jenny. Dragosso wird wohl nicht klappen zu Dragoran. Dragoran? Ich glaube Drago. Nee, nee, Dragoran war der Drache. Wie hieß denn Dragossos Weiterentwicklung?
Okay, Smogon, mal gucken, aber ich denke auch, dass das nicht klappen aber wird. Aber Phanera kannst du nicht weiterentwickeln. 35. Chimera kann ich nicht weiterentwickeln. Erstens gibt es da keine Entwicklungsstufe. Und zweitens habe ich davon nur das eine. Aber das finde ich total cool. Und das hat voll die hohen Lebenswerte. Das finde ich voll krass, wenn wir hier mal gucken. 254 auf Leben, ja. Da haben einige höhere Pokémon, haben da wesentlich weniger. Rihorn habe ich auch nur das eine. Tangela kann man nicht weiterentwickeln, da gibt es nur diese eine aber Form. Sepa. Sepa kann man weiterentwickeln zu Seemon. Oder Goldini. Wir können mal gucken, ob Sepa schon entwickelbar ist. Ja, tatsächlich. Dann machen wir das mal. Ich brauche auch einfach mal wieder, wenn man mal wieder eine Arena-Tour macht, brauche ich auch einfach ein paar Pokémon, die mal so um die 1500 sind. Ich weiß, es wird das Sepa nicht werden. Aber wenn wir schon reingucken, können wir es auch hochpowern. Noch sollte das Glücksei aktiv sein. Und wenn es das nicht mehr ist, dann habe ich trotzdem noch die 500 Punkte. Der guckt schon böse. Mhm. Auf jeden Fall mit seinen Hinterflügeln da. Hinterflügeln? Mhm. Das sieht irgendwie wie Flügeln aus. Goldini könnten wir, will ich jetzt aber nicht. Stami haben wir schon. Phantimos aus einem Ei, bin ich ziemlich glücklich drüber. Ja, Sichlor ist unentwickelbar. Rosana habe ich gefangen, bin ich auch glücklich drüber. Kannst du weiterentwickeln? Ja, Tauros Alexa. Kann man nicht weiterentwickeln. Ihr seht, ich habe mir ein paar Tauros gefangen. Papa, ein Lektik. Urlaub macht's möglich. Papa, Elektek hast du. Elektek habe ich ein paar, ja. Das erste war noch aus einem Ei. Ja, Carpador bin ich eigentlich total gerade am Fangen und am Machen und am Tun. Aber ich kann euch verraten, ich habe jetzt gerade mal die 200er-Grenze geknackt. Papa, sind dann noch zwei. Evoli können wir weiterentwickeln. Papa, und kannst du Carpador weiterentwickeln? Nein, da fehlen mir noch 200. Da braucht man 400 Bonbons. Und der Papa hat erst um die 200. Aber Evoli können wir auf jeden Fall weiterentwickeln. Evoli. Es gibt da ja auch den Trick mit den Namen. Problem ist, dass der anscheinend nur einmal funktioniert. Ich habe den zwar schon zweimal angewandt, also zweimal Sparky eingegeben und zweimal Blitz bekommen. Das war wohl aber Glück, wie mir dann danach erzählt wurde. Oder vielleicht ist es auch, dass es nach einer bestimmten Zeit dann erst gesperrt wird oder wie auch immer, ja. Tatsache ist, dass ich da... Evoli. Das Blitzer, sehr schön. Ich mag Blitz-Pokémon. Die sind im Augenblick, finde ich, mit die effektivsten gegen Arena-Gegner. Evoli. So, weitere Evolis machen wir erstmal nicht. Blitzer, 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 Flamara, Flamara, Flamara. Porygon bin ich sehr stolz drauf. Ach, Papa, das ist Relaxo so bin ich stolz. Papa, das ist doch so ein altes Pokémon. Porygon? Mhm. Nee, das ist ein künstliches Pokémon. Dragonier und der wird ja zu Dragoran mit 100 Punkten. Dragoran. Plus der Tatsache, dass, wie soll ich sagen, ich dann, wenn dann den da erstmal vielleicht zu Dragonier machen würde und überhaupt. Also es sind alle meine Tratinis, die ich bis jetzt gefangen habe und Dragonier. Da hätte ich gerne mehr gehabt, aber gut. Ah, das Glücksei ist auch zu Ende. Ja, wir haben 26.500 plus gemacht. 10 Pokémon vom Typ Kampf gefangen, ja, super. Wie viele fehlen die noch? Pokémon vom Typ Kampf, oder was? Mir fehlen noch 7.000, ja, eigentlich nur 6.232 Punkte. Das ist schnell fertig, das könnte ich jetzt theoretisch noch fusionieren. Praktisch gesehen haben wir jetzt über eine halbe Stunde Aufnahmen und über eine halbe Stunde gebraucht, um die ganzen Sachen zu fusionieren. Also nicht fusionieren. Jetzt bin ich schon wieder bei Knights and Dragons, aber... Ja, ist halt wie es ist, ne? So, gerade noch mal gucken, ob wir noch irgendjemand beleben müssen. Ja. Nein. Nö. Dann, ob wir jemanden heilen müssen. Die kleinen Tränke mache ich mittlerweile... Also dazu noch ein Tipp. Die kleinen Tränke und die kleinen Bälle... mache ich immer meist ganz weg, also die kleinen Tränke ganz weg, die kleinen Bälle zum größten Teil weg, weil wenn ihr wirklich dann durch eine Stadt geht, wo es viele Pokestops geht, dann ist es natürlich sinnvoller, wenn ihr den Platz nutzt, um Superbälle, Hyperbälle oder
Oder halt Meisterbälle. Hypertränke und Supertränke zu bekommen, ja. Ja, oder Meisterbälle, wenn die. Wenn man irgendwann Meisterbälle bekommt, natürlich Meisterbälle, aber nein, ich bekomme keine Meisterbälle bis jetzt und ich glaube bis jetzt auch kaum jemand anderes. Okay, ja, schade, ich hätte euch gern noch den Aufstieg in die nächste Stufe gezeigt. Ich weiß, so viele Punkte sind es nicht mehr, aber jetzt da, um auf Teufel komm raus, jetzt noch die letzten 7000 Punkte zu machen, habe ich keine Lust. 7000. Das würde man vielleicht noch schaffen mit den ganzen 14 Fusionen, also 14 Levels, wie heißt's? Entwicklungen, die ich dazu machen müsste. Ich glaube, das würde ich noch hinkriegen, aber möchte ich jetzt auf nicht. Auf jeden Fall bei Ratzfatz. Bei Ratzfatz allein schon, ja. Gut, okay. Wollen wir trotzdem den Leuten jetzt mal Tschüss sagen? Tschüss. Also auch von mir Tschüss und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ja, schreibt gerne in die Kommentare, ob es euch vom Format her gefallen hat, ob es vom Sound her in Ordnung war, ob das in Ordnung ist, dass ich jetzt praktisch hier so Sonder-Pokémon-Folgen hochlade, ja, vielleicht machen wir auch mal so ein bisschen Arena-Kampf-mäßig was, dass wir mal gucken, dass ich da in Frankfurt eine Arena suche oder vielleicht sogar zwei, drei mich da mal dazu stelle und euch da ein paar Fights zeige oder ja, so. Ja, Papa, eine Arena-Aufnahme. Eine Arena-Aufnahme, ja, gucken wir mal. Kann ja jeder in die Comments schreiben, was er gerne möchte. Gut, ja, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer Eid.